Willkommen bei Mecha Plus. Heute fräsen wir uns Werkzeugaufnahmen für SK20 oder ähnliche Spannkegel. Spannkegel hier haben wir oben eine Nut und man kann die wieder ablegen in der Werkzeugaufnahme oder reinschieben. Ich brauche für eine Sonderanwendung brauche ich Aufnahmen, wo ich die reinschiebe und sie dann verklemmen drin, weil die Maschine schräg steht. Und damit die Kegel nicht rausfallen aus den Aufnahmen, müssen die geklemmt gelagert sein. Wir testen jetzt mal und fräsen dann mal geschwind einen Prototyp. Das fängt hier wieder an mit der Werkzeuglängenvermessung. Taste A, Taste S. Die Maschine sucht dann selbstständig ihren Nullpunkt in Z. Das geht auf ca. 500stel genau, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr oder weniger genau. Völlig ausreichend. So, dann fahren wir noch XY an. Ungefähr da. Dann fahren wir noch ein bisschen rüber. Und speichern hier XY. So, das war jetzt das ganze Anfahren. Und wir starten einfach den Test. Bin gespannt, ob der Halter beim ersten Mal passt. So, Test die erste. Das sah anders aus, weil ich fahre relativ langsam. Normalerweise mache ich viel mehr Vorschub. Aber zum Testen sind wir erstmal vorsichtig. Zum Fräser hier, das ist ein 3 mm Einschneider. Drehzahl, ja, das waren jetzt 10.000, eher weniger. Jetzt gucken wir mal, wie das da rausgeht. So, der Einschneider wird leicht rausgehen. Ja.
franzlig, das Teil. Ist aber nicht weiter schlimm. Ist ja bloß ein Muster. Und da soll es hier, mal sehen. Ist noch ein bisschen zu breit, es klemmt noch nicht. Das soll einrasten, dass die Spannzange, also der Spannkegel, nicht rausfällt. Ansonsten passt er ganz gut. Upsa. Und ja. Er soll ein bisschen spannen, dass halt die Spannzange oder der Kegel da nicht rausfällt von alleine. Jetzt mache ich die Datei, passe ich ein bisschen an, dass es ein bisschen enger wird. Und dann machen wir noch ein Muster. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, die Kegel haben ja hier innen drin eine Abflachung. Dass man das sieht. Für den Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Ich habe es zufällig genau die Abflachung getroffen. Wenn ich es ein bisschen drehe, geht er da nicht mehr raus. Dann muss ich ja schon kräftig drücken, dass ich ihn rausbringe. So, jetzt mache ich hier oben, an dem Rand hier oben, eine kleine Nase dran, dass, falls der mal genau passend stehen sollte, nicht von alleine raus kann. Und mal wieder Telefon. Dritter Versuch. Späne hängen über. So. Also, ob man das erkennen kann. Das hier war ja das erste Teil und das ist das dritte Teil, das ich versuche. Ich habe hier oben eine leichte Kante eingebaut, dass man es erkennen kann. Und jetzt könnte das hier, und schon hängt das da drin. Ja, die fallen jetzt von alleine da nicht mehr raus, von alleine. Also auch wenn ich hier mit der Abflachung komme, normalerweise wenn ich nicht in der Abflachung komme, geht es ja schon relativ schwer. Und sollte ich doch in der Abflachung treffen, dann klemmt es trotzdem nicht fest, aber das fällt deswegen nicht mehr raus. Gut, Ziel erreicht, Feierabend. Die Serienteile machen wir dann morgen. Ich brauche nur 10 Stück oder so. Und dann verbauen wir die und dann ist der nächste Kunde glücklich mit seinem Wechsler. Ich wünsche euch was. Euer MechaPlusTeam. Lasst mir ein Like da oder auch ein Abo. Würde mich freuen. Ciao.